Matthias Kasbauer und Klaus-Peter Noll von der Verkehrspolizei Passau kontrollieren heute Ladung und Gewicht von Lkw. Kurzholztransport mit ordentlichen Stämmen. Ist natürlich immer interessant vom zulässigen Gesamtgewicht, ob das überschritten wird oder nicht. Es könnte in dem Fall wahrscheinlich knapp werden. Hallo, grüß Gott. Ja, erst einmal Motorstopp, weil dann ist es nicht so laut. Ich bin nur mit dem Reden lassen. Ja. Freilich. Gut, haben Sie irgendwie Lieferpapiere dabei? Alles mit. Genau. Heute die erste Fuhr, zweite Fuhr oder? Außen und das wieder zu. Genau, wo haben Sie das geholt? Das habe ich geholt Wohin? Genau. Haben Sie ein Fahrzeugwagen? Habe ich, ja. Moment, dann schauen wir das mal schnell an. Ah, da habe ich keinen Stempel, weil ein Wald ist keiner. Nein. Nimmst du mir das? Schon. Haben Sie im Bordcomputer die Achslastwaage oder was haben Sie denn drinnen? Ich habe eine Waage. Darf ich mal schnell schauen? Die Waage ist das praktisch, kennen Sie Zugmaschinen und Anhänger selber? Ja. Es ist jetzt nicht geil. Kann ich mal schnell, dass ich mal besser mal das anschauen? Ich habe jetzt den Motorwagen Bremsen gelöst. Genau. Gelöst und normal, oder? Schwach 26. 26G und haben dürfen E26, genau. Ja. Magst du mir da mal Fahrzeugschein noch mal geben, Matthias? Ist jetzt das von der Zugmaschine, das oder? Das ist da unten. Ich habe jetzt gelöst Bremsen. Wie viele Achsen haben wir hinter? Drei. Im LKW ist eine Waage eingebaut. Der Lastwagen darf 40 Tonnen nicht überschreiten. Klaus-Peter Noll errechnet das Gesamtgewicht. Jetzt besteht eventuell die Möglichkeit, dass der Transport zu schwer ist. Ein bisschen. In Österreich ist es in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, so in Österreich dürfen Sie mit 44 gefahren werden. In Österreich ist es in Ordnung. Aber Sie wissen schon, dass in Deutschland nicht in Ordnung ist? Oder? Ja, das weiß ich. Beim Herfahren habe ich schon gesagt, es ist wahrscheinlich so grenzwertig. Ja, so genau. Ein bisschen schwer. Ja. Ich meine, Sie machen das Geschäft wahrscheinlich auch nicht seit gestern. Genau so ist es. Und wir können sehr genau wegen. Und, ja. Ich meine, wenn der Holzfahrer frisch angefangen hat, dann lasse ich es mir nur ein, aber so, wenn es jemand ein paar Jahre macht. Aber so habe ich jetzt das Verkehrte gesagt. Nein, um Gottes Willen. Folgendes. Wir haben 4,5 Tonnen ungefähr drüber. 40 Tonnen sind zulässig. Laut einer Anzeige im Bordcomputer kommen wir auf 44,5 Tonnen, also 44.500 Kilogramm. 40.000 ist zulässig, absolute Toleranz. Ist jetzt nur mal eine Vorauswertung. Wir haben jetzt ungefähr bei 11,5% überladen. Okay. Bei uns ist es so, alles was über 10% ist, ist ein Bußgeld in Höhe von 110 Euro. Damit wir das aber gerichtsverwertbar für uns als beweiskräftig das nachvollziehen können, müssen wir auf die Waage fahren, auf eine öffentliche Waage, weil ich kann das nicht so anhand des Bordcomputers mir das. Und müssen wir halt ein kleines Protokoll schreiben. Das heißt, Sie müssen auch praktisch die 4 Tonnen dann nachher da abladen. Ja, das ist aber ganz. Aber Blattlamm habt ihr gar nicht. Was haben wir? Nein, Blattlamm. Haben wir nicht dabei. Nein. Ja, es ist halt so, bei uns ist die Grenze sind halt wirklich 10%. Bei 10% Überschreitung sollte man die Weiterfahrt ist zu unterbinden. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber wir kommen auch nicht anders aus. Halt, wie gesagt, die gesetzlichen Vorgaben sind auch so. Ja. Genau. Die 110 Euro sind nicht zurück. Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist ein riesengroßes Problem für uns. Ist so, da kann ich aber einer nicht reinrennen, wie gesagt, ist so, weil ich kann einer nicht mit 44 Tonnen dann weiterfahren. Dass ich einen anzeige und dann praktisch mit 44 Tonnen sage, okay, sie dürfen so weiterfahren. Dann passiert irgendwas und dann habe ich Trick am Schacht. Der Fahrer bekommt einen Teil seiner Unterlagen wieder. Danach eskortiert ihn die Polizei zu einer öffentlichen Waage. Die restlichen Papiere bekommt der Mann zurück, wenn er 40 Tonnen nicht mehr überschreitet. Und das andere kriegen Sie dann innerhalb ein paar Wochen halt dann mit der Post zugeschickt, genau. Okay. Okay, also dann ein paar Minuten, ja. Alles klar. Gut, Dankeschön dabei, gell? Gut, sehr gut. Auf der Waage bestätigt sich der Verdacht, der LKW ist mehr als 10% überladen. Der Fahrer muss 4 Tonnen Holz abladen. Der nächste LKW in der Kontrolle hat kein Problem mit der Ladung, dafür mit der Sicherung.
Ich war gestern nicht dabei, wie es ist gelohnt. Ich habe mir gesagt, ich kann da früh um 7 übernehmen. Alles fertig und. Machen Sie bitte nur entsprechend zeitlich auch. Gut, die Anschlagpunkte, meine, haben Sie nur, oder? Ja. Ich muss schauen, ob die noch gute dabei sind. Das weiß ich nicht.